die Party. Jetzt wird's lustig. Es ist eine Party. Warum sollte das nicht lustig werden, oder? Ich sag nur. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jodie, du bettelst doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Dann wollen wir mal. Obwohl wir eigentlich nicht mehr wollen. Das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten. Das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann im Fünfter. Viel Spaß. Aus dem Grund habe ich Untertitel einmal, die jetzt auf einmal urplötzlich so leise reden. Dann wollen wir mal auf die Party, auf die wir wollten, aber dann doch nicht wollten. Und klingeln. Das ist nämlich irgendwie ein Heavy Rain am Anfang. So ein bisschen dieser Ring mit den Wohnhäusern. Hey, Jodie, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jodie, nicht so schüchtern. Hey, Jodie, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Die ist mir direkt unsympathisch. Wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Hey Leute, das ist Jodie. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabel verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jodie, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Musik? Ist das echtes Football, was da läuft? Das ist einfach mal echt Football-Aufnahme. Aber ich weiß noch, zum ersten Abschnitt sagen wollte, ganz am Anfang, dieser Polizist, bei dem Jodie saß, der hat mich sehr an Lieutenant Blake aus Heavy Rain erinnert, vom Gesichtsaufbau. So ein bisschen, nee, nicht Blake unbedingt, aber so ein bisschen die Kombination Blake und Paco. Vom Charakterdesign. Was machen wir denn an für Musik? Ich schätze mal, die stehen auf Pop. Ich weiß es nicht. Ich lasse das mal laufen. Bitte lass das nicht getrackt werden was bei YouTube. Was für ein Gedudel ist das denn? Rück mal. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Techno stand gar nicht zur Auswahl. Warum? Das läuft einfach mal echtes Football. Das sind echte Footballaufnahmen, oder? Das will ich dann nicht mehr trinken. Bah. Das ist doch schon komplett warm. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jodie, du auch eins? Ich sag mal, in ihrer Situation wäre es besser, wenn sie kein Bier trinkt. Nein, danke. Das ist nicht mein Ding. Du verpasst echt eine Menge Spaß nach 3 oder 4 Bier. Da sieht die Welt völlig anders aus. Aus dem Grund. Sie kennt das nicht. Deswegen will ich ihr das nicht antun. Ich bin nicht bekloppt. Ich kann mich hinsetzen. Ich kann wieder direkt aufstehen, wenn ich wollen würde. Das mache ich noch nebenbei zu kurz, weil ich den Taskmanager noch eben offen hatte, zum Überprüfen, wo kommt er denn her? Hi. Hi, ich bin Matt. Jodie, oder? Ich habe dich noch nie in der Schule gesehen.
Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin mal kontaktfreudig. Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehren. Das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Ich glaube, ich habe mich wohl daran gewöhnt. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Wir sind immer noch freundlich. Es ist ja noch ein normales Gespräch. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringe. Also, und hier bin ich. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Ich glaube, da können wir noch Wahrheit sagen. Auf der Basis. Ich war immer dort, ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann und ich spiele in einer Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Es sind ja normale Fragen, also... Das klingt jetzt sicher langweilig, aber... Ich lese sehr viel und... Ich mag Sport. Und du spielst Gitarre, oder? Ich darf nicht aus der Basis, also... Das schränkt es etwas ein. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Das dürfen wir nicht die Wahrheit sagen, weil... Ich schätze mal, das sind Sachen, die niemandem was angehen, wirklich. Ich rede gern darüber. Sorry, Mann, ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt oder so. Oh. Nein, ist okay. Okay. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Ja, lassen wir sie mal tanzen. Gern. Ist ja nichts Schlimmes dran bisher. Also, ich schätze mal, normales Gespräch, was machst du so? Wo hast du gewohnt? Dass man da die Wahrheit sagt, ist ja nicht schlimm. Aber was wir da machen, wir wissen es ja selber eigentlich noch nicht wirklich, haben es ja noch nicht mitbekommen, deswegen sag ich mal lieber ausweichen. Du wirst ja nicht ein bisschen... Ich darf Controller bewegen. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber das ist echt hübsch, weißt du? Gegenseitig, ironisch, distanziert. Oh, gegenseitig. Du siehst auch nicht gerade schlecht aus. Ist nicht wie die anderen, ich meine. Da ist was wirklich Besonderes an dir. Ironisch? Ach komm, wir machen mal ironisch. Das kannst du wohl laut sagen. Nein. Wir kennen uns 5 Minuten. Nein. Nein! Ich hab's überlegt. Das wollte ich gar nicht. Aus dem Grund wollte ich eigentlich keinen Alkohol trinken, aber gut. Was denkt die sich denn gerade, frage ich mich. Leute, warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Nein. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jody. Dann zeig doch mal was. Ablehnen. Nein, das ist zu gefährlich. Nein, ich kann euch gar nichts zeigen. Ich hab's doch gesagt, alles Blödsinn. Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Weil das ist ein bisschen gefährlich, wenn wir Aiden auf Kinder loslassen, würde ich mal sagen. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund.
Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Wegen einem String. Aha. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Man muss nicht gleich beleidigend werden. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja, und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Alter. Richtig. Oh, und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Schnappt sie euch! Alter, Arschlöcher. Miese, miese Arschlöcher. Nein! Nein! Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit. Bring uns deine mächtige Magie. Oh. Bitte, bitte, lasst mich raus. Das war so schön, als sie vorhin reinkam. Ich bitte euch, bitte lasst mich raus. Bitte! Gab's nicht noch Kuchen? Bitte, ich ja, so will die Action macht einen wirklich bitte, hungrig. Lass mich raus, ja, bitte, machen wir endlich Party. Arschgeigen. Die Arme. Was für Arschgeigen. Boah. Komm mich hier raus. Bitte! Ich bin verleitet, dem was anzutun. Rache. Aber ich muss, glaube ich, erst da rausholen. Kann das sein? Ich kann mich noch nicht rächen. Oh, oh, das ist dann natürlich nicht so gut. Rache gehen. Los, Aiden. Sie haben es nicht anders verdient. Sie haben uns als Hexe bezeichnet und wollten uns nicht glauben. Ha, was machst du jetzt mit deinem Kuchen? Toll, sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Was können wir denn noch machen? Was dürfen wir denn noch Schönes mit denen anrichten? Ah, den Tisch. Hey, hier! Hast ein Geschenk für dich. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Lass mich hier nicht alleine. Okay, wartet auf mich. Tür. Sie ist versperrt. Unmöglich. Zieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig. Kein Grund zur Panik. Fenster. Los, die Fenster. Ich glaube, das reicht. Die haben Panik. Wir gehen jetzt. So. Wir müssen nicht mehr machen, sie haben Panik. Wir hätten auch noch weitergehen können, was ich nicht unbedingt gerade wollte. Ich wollte euch nicht töten, ich wollte euch nur Angst machen. Komm mit, Charlie. Gehen wir nach Hause. Weil ich hätte noch weitergehen können und die Bude abfackeln können. Und das wollte ich jetzt nicht. Ich weiß, man kann bis zur Grenze gehen, aber die wollte ich jetzt gerade mal nicht machen. Ja, nicht betrunken,
Matt geküsst, 55%. Teenager angegriffen, 75%. Haus nicht abgebrannt, deswegen. Kräfte verheimlicht, 64%. Okay, ich bin im Durchschnitt am meisten. Ein unentdeckter Weg ist, ich glaube, einfach gehen. Oder was ist der unentdeckte Weg? Ach so, ich weiß, was der unentdeckte Weg ist. Ein Joint ziehen, wenn ich mich richtig entsinne. Der eine hat ja gekifft in der Küche. Und deswegen, ich wollte das Haus jetzt nicht abbrennen. Nein, danke. Da hatte ich keine Lust drauf. Erste Besprechung. Ich habe ihnen Angst gemacht. Das ist, geht ja noch. Wir dürfen mit einem anfangen. Lass das rein. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Tut mir leid. Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Oh. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Na, dann wollen wir mal zum Onkel Doktor. Hallo, Jodie. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Was hat er denn da? Oh, eine Schneekugel. Gefällt sie dir? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Dann wollen wir sie wieder hinstellen. Dann setzen wir uns mal. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsame Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Julie? Ja. Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Ja, das stimmt. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Ich würde mal ja sagen. Seit deiner Geburt? Wahrscheinlich. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Das weiß ich nicht. Könntest du ihn für mich malen? Klar. Natürlich. Malen wir mal unseren Freund Aiden. Aiden? Aiden. Aiden wird da genannt im Deutschen, ja. Ich weiß nicht wieso, aber das Geräusch mag ich überhaupt gerade nicht von dem Stift auf dem Blatt Papier. Oh, da läuft es mir gerade den Rücken runter, eiskalt. Aber es ist eigentlich nur ein normaler das Geräusch ist vom Buntstift. Stört es dich, wenn ich es ansehe? Nö. Nein. Also, dieses Ding ist ein Freund und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Ich denke mal ja. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Das ist so klug ist. Machen wir was, was haben wir. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig.
Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Das waren die Monster. Monster? Arme Jody. Dass der es dir einer glaubt. So, ich meine, das ist gerade ehrlich. Wenn du mit sowas zum Arzt gehst, brauchst du echt einen guten Arzt, der dir glaubt. Einen gezeichnet, eins Kräfte gezeigt. Ja. Eindeutige Werte, würde ich mal sagen. 19% haben Nein gesagt. Nicht gespielter Weg, eingezeichnet. Ja. Ich war jetzt mal offen und ehrlich. Man kann auch böse sein, aber nicht jetzt. Das mache ich dann im Privaten. Weil ich die Trophäen noch spielen will. Aber erstmal drücken wir weiter.